Hallo Campingfreunde, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute geht es mal um einen Campingplatz der etwas größeren Art. Wir sind damals schon mit dem Wohnwagen viele Jahre dort gewesen, um genau zu sein, 8 Jahre, haben dann aber irgendwann gesagt, dass ganz einfach, es hat sich nicht mehr viel getan, man hat das Gefühl gehabt, es stagniert von Jahr zu Jahr und deswegen haben wir uns dann einfach was anderes gesucht. Dann kam irgendwann das Wohnmobil und jetzt sind wir wieder mal dort gewesen. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Es hat sich verdammt viel getan auf diesem Platz. Und was sich alles getan hat, das möchte ich euch natürlich heute mal zeigen. So, ihr habt ja die Bilder jetzt vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Wer noch nicht weiß, um welchen Platz es geht heute um den Bradelle Tori in der Nähe von Caorle. An der oberen Adria auf dieser Landeszunge, wo mehrere Campingplätze sind. Venedig ist auch ganz in der Nähe, wobei ich mir gerade überlege, Venedig ist, glaube ich, ab nächsten Jahr kostenpflichtig. Das bedeutet, Venedig wird weniger Besucher haben, aber gut, anderes Thema. Also wie gesagt, es geht heute um den Bradelle Tori. Wir sprechen da von einer Größe von 120 Hektar. Davon sind allein 4000 Quadratmeter oder über 4000 Quadratmeter mittlerweile Poolanlage. Es wird ja von Jahr zu Jahr größer, habe ich das Gefühl. Wir haben auf dem Platz circa 5 Lokale, wir haben mehr als genug Bars, wir haben Geschäfte, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir haben für die Kleinen einen Luna Park und so weiter und so weiter. Ein Riesending, auf dem man es gut und gerne mal 3 Wochen aushalten kann, wenn man möchte. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir hören auf mit Schnacken, wir fangen jetzt an und ich zeige euch alles. Ich bin mit der Drohne wieder unterwegs gewesen. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass man von oben viel mehr sieht und die Geschichten, die wirklich interessant sind, habe ich natürlich mit der GoPro oder mit irgendwas anderem abgefilmt, dass man da einfach ein bisschen näher dran ist. Also wie gesagt, seid gespannt, wir fangen jetzt an, es geht los. So, dann starten wir mal durch. Also links und rechts von der Straße befinden sich die Wartespuren. Sollten die einmal voll sein, bitte rechts den Parkplatz benutzen, der ist groß genug. Dann haben wir auf der rechten Seite vor der Einfahrt die Rezeption. Dort wird sich angemeldet am Automat, Wartenummer gezogen und dann kann man einchecken. Sobald wir die Einfahrt passiert haben, sehen wir auf der rechten Seite die Animationsbühne. Danach kommt rechts der Lunapark. Auf der linken Seite befindet sich das erste Restaurant, das Vanghetto. Neben dem Vanghetto das Animationszelt für die Kleinen tagsüber zum Beschäftigen. Hier schön in der Mitte zu sehen der Brunnen, das Zentrum des Platzes. Auf der rechten Seite kommt dann der Sportmarkt und der Sparmarkt. Dahinter der Fahrradverleih, links die blau-weißen Dächer. Eine der Bars, das Blue Moon, dahinter das Hotel. Und nun kommen wir auch schon in den Bereich der Campingplätze und Mobilheime, linker Hand Mobilheime ohne Ende, rechter Hand über 1000 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Ganz hinten das Meer und kurz vorm Wehr haben wir auf der linken Seite den Wasserpark mit über 4000 Quadratmetern, der jetzt noch nicht vollständig zu sehen ist, den wir uns dann aber noch ganz genau anschauen. Wir fliegen jetzt eine Rechtsschleife und begeben uns wieder auf den Weg Richtung Einfahrt. Geradeaus das Weiße Haus am Strand ist noch ein Restaurant mit Bar. Direkt unter uns sehen wir jetzt das Waschhaus 3, welches dieses Jahr neu saniert wurde, was wir uns dann natürlich noch genauer anschauen. Dann sehen wir viele weitere Campingplätze. Im Hintergrund die weiß glänzenden Dächer sind nochmals Mobilheime. Wenn wir jetzt weiter nach rechts schauen, dann kommen wir in den Sportbereich des Bradelle Tori. Hier befindet sich der 25-Meter-Pool, davor die Sportsbar. Rechts daneben die Tennisplätze und da davor eine Minigolfanlage. Rechts neben der Minigolfanlage, jetzt nicht im Bild, befinden sich mehrere Fußballplätze und Basketballfelder. Wir sind wieder vorn angekommen. Gleich rechts nach der Einfahrt befindet sich also die Animationsbühne. Hier findet abends die Kinderdisco statt und danach werden Shows aufgeführt. Die Animateure scheinen sich hier richtig Mühe zu geben. Zu erkennen an dem einen links im Bild. Okay, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt weiter nach links und kommen dann in den Luna Park. Der Rummelplatz für alle Kleinen. Und ehe ich es vergesse, direkt vorm Luna Park befindet sich die Haltestelle für die parkeigene Eisenbahn. Das heißt, für ein paar Euros kann man hier per Lokomotive den Campingplatz erkunden. Im Park selber findet man Hüpfburgen, ein Karussell, eine kleine Achterbahn, eine Go-Kart-Bahn und vieles andere mehr.
Natürlich kostet das alles extra, also genügend Geld einstecken. Wir sind also nun im Zentrum angekommen. Hier drumherum befinden sich die meisten Geschäfte und viele Restaurants. Da wäre zum einen der riesige Sparmarkt, wo ihr wirklich alles bekommt, was ihr für den Urlaub benötigt. Und sogar der Wein kommt hier aus der Wand. Auch zwei der Restaurants befinden sich im Zentrum. Da wäre zum einen das Il Gabbiano und zum anderen das Vanghetto. Übrigens, vor dem Vanghetto befindet sich die Bushaltestelle für den Zug, der euch nach Caorle bringt. Auch die Bar Blue Moon befindet sich hier, sowie die dazugehörige Eisdiele, die ich so noch gar nicht kannte. Nicht vergessen zu sagen sollte man, dass es auf diesem Campingplatz sogar eine Apotheke gibt. Wir fliegen weiter Richtung Stellplätze, die ich euch noch schnell zeigen möchte. Danach zeige ich euch ein paar Beispiele von Mobile Homes der verschiedenen Anbieter. Und dann geht's weiter Richtung Poolanlage, dem Herzstück des Campingplatzes. Zu den Stellplätzen gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Es gibt genau zwei verschiedene Varianten. Es gibt zum einen die Standardstellplätze, die wir hier sehen, die ca. 90 Quadratmeter groß sind. Und dann gibt es noch die Maxi-Stellplätze, die zwischen 110 und 150 Quadratmeter groß sind. Das sind diese, die wir hier sehen. Und schon sind wir auf dem Weg zum Wasserpark. Das hier ist übrigens der parkähnlich angelegte Teil des Campingplatzes, in dem sich die Apartmenthäuser befinden. Dann schauen wir uns den Wasserpark doch mal genauer an. Direkt unter uns befindet sich jetzt die Lagune mit einer kniehohen Wassertiefe. Ausreichend Liegen sind vorhanden. Danach kommt das Piratenschiff mit Wasserkanonen und Fontänen. Ideal für Kinder, da die Wassertiefe hier sehr gering ist. Dann sehen wir die beiden Sportpools, 50 und 100 Meter. Wie wir sehen können, werden die gerade abgedeckt, weil diese beiden Pools beheizt sind. Nach den Sportpools kommen wir zum sogenannten Slide Park oder auch Rutschenpark. Rechts davon sehen wir noch den Activity Park für alle Skater- und Scooter-Freunde. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch ein bisschen näher ran und genießen einfach mal die Aufnahmen. Wir sind auf dem Weg zum ersten neu gestalteten Waschhaus des Campingplatzes. Die alten Waschhäuser sind schon in die Jahre gekommen, dennoch sind sie immer blitzeblank sauber.
Das ist nun also der Eingangsbereich des neuen Waschhauses. Direkt vor uns sehen wir den Eingang zum Kinderwaschhaus. Gegenüber befinden sich die Waschmaschinen und die Abwaschküche. Aber schauen wir doch einfach mal hinein. Die Hauptfarbe hier drin ist blau. Logisch, wir sind ja auch am Meer. Das ist auch das Motto des Waschhauses. Es wurde großen Wert auf viel Platz gelegt. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Platz, den man hier verschenkt hat. Denn mit gerade mal 3 Duschen und 2 Toiletten finde ich das Waschhaus ein wenig unterdimensioniert. Dann schauen wir doch mal bei den Erwachsenen vorbei. Hier wurde alles schön hell gestaltet. Von oben der enorme Lichteinfall auf die kleine grüne Insel. Wir befinden uns hier übrigens im Wasch- und Duschbereich. Die Toiletten sind ein wenig abgetrennt rechts hinter der Wand. Und natürlich gibt es jetzt auch Familienduschen. Diese Duschen sind so groß, da kannst du mit einer 10-köpfigen Familie duschen. Wie ihr sehen könnt, es gibt 2 Handbrausen und eine Regendusche. Zum Vergleich mal eine normale Dusche. Auch diese ist groß genug. Und wie ihr sehen könnt, mit Regendusche und Handbrause. Noch ein kurzer Schwenk und dann zeige ich euch noch schnell die WCs, die auch was ganz Besonderes sind. Das ist nun also der Toilettengang. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass hier sehr viel mit Tageslicht gearbeitet wird. Was ja grundsätzlich gut ist. Dies hat man natürlich auch in den WCs fortgesetzt und du kannst hier tatsächlich bei Tageslicht dein Geschäft verrichten. Aber keine Angst, vorm Fenster ist ein abgesperrter Bereich, das heißt maximal ein Eichhörnchen oder Vogel könnte vorbeikommen. Wem das trotzdem nicht geheuer ist, der benutzt einfach die Toiletten auf der anderen Seite. Beim Verlassen des Waschhauses schauen wir nochmal schnell in der Waschküche vorbei und bei den Waschmaschinen. Und während wir dann wieder zum Stellplatz schlendern, zeige ich euch noch ein paar Impressionen. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei der Urlaubsfindung helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft dem Algorithmus und ist ein kleines Dankeschön für mich. Wenn ihr weiterhin auf unseren Reisen dabei sein wollt, habt ihr am Ende des Videos die Möglichkeit, kostenlos zu abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Danilo von Danil on Tour.